Yorkshire, England, 1738. Von hier macht sich ein 10-jähriger Bauernjunge auf, der größte Entdecker aller Zeiten zu werden. Viele werden ihn einen Helden nennen. Für andere ist er ein Schurke. Sein Name: Captain James Cook. Als Steuermann zog der ehrgeizige junge Mann in den Krieg, kaum dass er 30 war. Er kam zurück als ein Forscher, der die Welt verändern würde. Ein Mann, der etwas aus seinem Leben gemacht hat. Mit 40 ist James Cook bereits Oberleutnant der königlich-britischen Marine. So steht es in den Geschichtsbüchern. Doch die erzählen nur einen Teil der Geschichte. Ich habe mich auf eine Reise begeben, um mehr zu erfahren. Was für ein Mensch war dieser legendäre Entdecker? Seit 4 Monaten leitet James Cook jetzt eine wichtige Expedition. Er hat seine Crew sicher in den Pazifischen Ozean geleitet. Das Meer, dem er seinen Ruhm verdankt und das sein Schicksal werden soll. Im Pazifik wird er neue Inseln auf den Landkarten des Empire verzeichnen und fremden Völkern begegnen. Aber mehr als einmal wird er auch dem Tod ins Auge blicken. '69 war es gerade mal ein Jahr her, dass die Europäer Tahiti entdeckt hatten. Es ist der Himmel auf Erden. Erst recht für einen geknechteten Matrosen. Die Einheimischen waren freundlich, das Essen gut und die Frauen waren ganz besonders freundlich. Eine Liebesnacht kostete nicht mehr als einen Nagel. Die Männer waren hin und weg. Aber James Cook hatte Höheres im Sinn. Demnächst würde sich die Venus zwischen Sonne und Erde schieben. Eine Planetenkonstellation, die nur alle 100 Jahre einmal vorkommt. Je genauer man weiß, wann dieser Venustransit passiert, umso exakter kann man die Entfernung zwischen der Sonne und der Erde bestimmen. Eine entscheidende Information für die Schiffsnavigatoren. Als James Cook ankam, hatte er 7 Wochen Zeit, um sein Lager aufzuschlagen und sich auf den Venustransit vorzubereiten. Hier, wo ich sitze, entstand damals Fort Venus. Bevor er sein Forschungscamp einrichtet, fragt Cook die Einheimischen um Erlaubnis. Schließlich will er gut mit ihnen auskommen. Das ist ganz im Sinne seiner Mannschaft. Die Briten und die Tahitianer mustern sich neugierig. Und was sie sehen, gefällt ihnen. Ich vermag es kaum zu glauben. Die Bewohner dieser Insel haben sich entschieden, in der Liebe alle Freiheiten zu genießen. Joseph Banks. Banks und der Rest der Mannschaft nutzten die Großzügigkeit der schönen Frauen nach Kräften aus. Cook war vermutlich der Einzige, der sich von diesen sexuellen Ausschweifungen fernhielt. Banks hingegen interessierte sich für die Frauen Tahitis mindestens so sehr wie für seine botanischen Studien. Ich habe getan, was in meiner Macht stand, damit sich die Geschlechtskrankheiten nicht weiter ausbreiten. Leider ohne Erfolg, weil mich nicht ein einziger auf diesem Schiff unterstützt hat. Dieses sorglose Sexualverhalten beleidigte Cooks ausgeprägten Sinn für Disziplin.
James Cook ist sich seiner Verantwortung bewusst. So kurz der Aufenthalt auf Tahiti auch sein mag, er wird das Leben der Einheimischen für immer verändern. Doch im Moment muss er drängendere Probleme lösen. Am Samstag, den 3. Juni 1769, herrschen auf Tahiti ideale Bedingungen, um zu sehen, wie sich die Venus vor die Sonne schiebt. Cook und seine Astronomen sind Teil eines globalen Forschungsprojekts mit insgesamt 76 Observatorien. Er war nicht nur ein hervorragender Navigator und Kapitän, sondern auch ein guter Astronom. Sonst hätte man ihm diesen Job niemals anvertraut. Es dauert Stunden, bis sich der kleine schwarze Punkt vor die Sonne schiebt. Frustrierende Stunden für Cook. Sein Logbuch verrät, er ahnte, dass seine Berechnungen wegen einer optischen Täuschung fehlerhaft sein könnten. Ein Dunstschleier oder etwas in der Atmosphäre verhinderte eine exakte Zeitbestimmung. Eigentlich konnte es nur schiefgehen. Doch selbst bei perfektem Wetter drohte die Mission zu scheitern. Denn James Cook kämpfte mit dem sogenannten Black Drop-Effekt. Mein Daumen ist die Sonne und mein Zeigefinger die Venus. Cook will seine Berechnungen in dem Moment beginnen, in dem es so aussieht, als seien sie verbunden. Doch kurz vor dem Kontakt kann eine optische Täuschung sie verschmelzen lassen. Dann ist es quasi unmöglich, den Zeitpunkt exakt zu bestimmen. Einen Perfektionisten wie James Cook muss das zum Wahnsinn getrieben haben. Er tilgt jeden Hinweis auf den Venustransit aus dem Logbuch. Statt eine Niederlage einzugestehen, widmet er sich lieber voll und ganz einer neuen Aufgabe. Dem Geheimauftrag, den er ein Jahr zuvor in London erhalten hat. James Cook soll eines der größten Geheimnisse der Welt ergründen. 1769 ist gut ein Drittel unserer Erde noch gar nicht auf dem Globus verzeichnet. Vor allem über die südliche Pazifikregion, in der Cook gerade unterwegs ist, weiß man in Europa so gut wie nichts. Umso mehr spekuliert man über einen riesigen, unentdeckten Kontinent im Süden. Das war so etwas wie die verborgene Seite des Mondes. Jeder träumte vom großen Kontinent des Südens. Niemand wusste, was wirklich dort war. Alle fantasierten von unermesslichen Schätzen und hochentwickelten Zivilisationen. Diese bloße Fantasie brachte die unterschiedlichsten Nationen dazu, die Reichtümer des unbekannten Südens zu suchen. Der Kontinent des Südens war offenbar eine ziemlich überzeugende Legende. Selbst Kartografen zeichneten den Mythos, als sei er real. Auf dieser holländischen Karte von 1659 sieht man die gesicherten Fakten über die alte Welt und Terra Australis. Ein reines Fantasiegebilde. Trotzdem ist es mit einer Küstenlinie, Landzungen, ja sogar mit Flüssen und Ortsnamen versehen. Terra Australis Nondum Cognita, der große noch unbekannte Kontinent des Südens. Um ihn liefern sich die europäischen Supermächte ein Wettrennen. Wer würde ihn zuerst finden, vermessen und besitzen? Der Pazifik war damals fest in spanischer Hand, mit Süd- und Zentralamerika und den Philippinen. Mit seiner neuen, mächtigen Flotte konnte England zum ersten Mal die Welthandelswege kontrollieren. Was ihnen fehlte, war ein Stützpunkt, um die spanischen Märkte zu attackieren. Im 18. Jahrhundert waren die Briten da nicht zimperlich. Das bringt uns zurück zu James Cook und seiner Endeavour, die dort draußen vor Anker liegt. Mit den geheimen Anordnungen der Admiralität. Wir haben Grund zu der Annahme, dass dort im Süden ein Kontinent großen Ausmaßes zu finden ist.
Hiermit erteilen wir Befehl, in See zu stechen und diesen Kontinent zu entdecken. Tahiti war eine Forschungsreise, aber jetzt geht die Endeavour auf große Entdeckungsfahrt in die unbekannten Gewässer des Südens. Das ist nicht nur für Captain Cook ein Abenteuer. Auch ein anderer ehrgeiziger junger Mann erfüllt sich mit dieser Fahrt einen Lebenstraum. Joseph Banks ist ein Aristokrat und leidenschaftlicher Naturforscher. Er hat 10.000 Pfund bezahlt, um an dieser Reise teilzunehmen. Und er ist mit ganzem Herzen dabei. Er und ein paar andere haben sich sogar tätowieren lassen. Das kam ursprünglich aus Tahiti und wurde ein echter Trend in der Marine. Banks hat schon unzählige unbekannte Spezies gesammelt und jetzt trifft er auf ein ganz besonderes Exemplar, Tupaya. Der junge Tahitianer ist ein Priester, den Banks nur zu gerne mitnehmen würde, um in London mit ihm anzugeben. Warum sollte ich ihn nicht als Kuriosität zu Hause halten, so wie es einige meiner Nachbarn mit Löwen und Tigern tun? Joseph Banks. Auch für James Cook ist Tupaya etwas Besonderes. Aber er sieht in ihm kein exotisches Souvenir, sondern er interessiert sich für Tupayas enormes Wissen über die geheimnisvollen Gewässer des Pazifik. Cook hatte großen Respekt vor seiner Ortskenntnis und seinem Navigationstalent. Und er brauchte ihn als Übersetzer. Cook machte sich ihr Wissen zunutze. Anders als die meisten Offiziere seiner Zeit konnte er mit den Einheimischen umgehen und wollte von ihnen lernen. Zwei Männer, wie sie verschiedener nicht sein könnten. Der eine Bewahrer der polynesischen Kultur, der andere im Dienst der britischen Eroberungsflotte. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist die Seefahrt. Die Polynesier hatten mehr von der Welt gesehen als die meisten anderen. Die Seekarte, die Tupaya zeichnet, erstreckt sich über gut 2200 Kilometer. Von einem Kontinent oder einer großen Landmasse hat Tupaya nie etwas gesehen oder gehört. Ich sehe keinen Grund, seine Informationen anzuzweifeln. Natürlich ist Tupayas Welt nur ein kleiner Teil dieses endlosen pazifischen Ozeans. Trotzdem, Cook ist gewarnt. Der geheimnisvolle neue Kontinent existiert vielleicht gar nicht. Er will Gewissheit und macht sich auf die lange Reise ans Ende der Welt. Während der Wochen auf See genießt Cook die anregende Gesellschaft von Wissenschaftlern und Künstlern. Leute, die sich zu Hause niemals mit einem Mann seines Standes abgegeben hätten. Joseph Banks hat das Leben an Bord beschrieben. Wenn unsere Freunde in England uns nur sehen könnten. Am Kajütentisch klassifiziert Dr. Solander seine Proben, während ich am Schreibtisch an meinen Aufzeichnungen arbeite. Unser Hauptgesprächsthema ist das Land, welches wir zweifelsohne bald sehen werden. Joseph Banks. Captain Cook, der kühle Seemann, lässt sich von der Begeisterung der gebildeten Herren anstecken. Vielleicht schwingt doch etwas Ehrfurcht vor den Leidenschaften der besseren Kreise mit. Jedenfalls entdeckt auch Cook die Freuden des Naturforschers. Albatrosse, Sturmtaucher und unzählige Kapsturmvögel umkreisen das Schiff. Außerdem noch einige hundert kleinere Vögel. Auf dem Rücken sind sie grau, am Bauch weiß und die Enden ihrer Schwanzfedern sind schwarz. An der oberen Flügelkante haben sie eine schwarze Linie. James Cook ist mit sich und der Welt im Reinen.
Ein leidenschaftlicher Mann mit einem tollen Schiff segelt auf dem endlosen Ozean. Hier ist sein Platz. Anders als die meisten seiner Zeitgenossen bei der Marine kam Cook aus kleinen Verhältnissen. Er ist früher selbst Matrose gewesen und hat nicht vergessen, wie es ist, wenn man herumkommandiert wird, anstatt die Kommandos zu geben. Cook verschaffte sich bei seinen Crews immer größten Respekt. Er hatte den richtigen Riecher. Ob das Wetter umschlagen würde oder ob Land in Sicht käme, auf seinen Seemannsinstinkt konnte man sich verlassen. Und genau dieser Instinkt ließ Cook daran zweifeln, dass der große Kontinent des Südens wirklich existiert. Im Gegensatz zu Joseph Banks und vielen anderen. Zum Beispiel Alexander Dalrymple, ein sogenannter spekulativer Geograf aus London. Das klingt ziemlich absurd, war damals aber ein angesehener Beruf. Er hatte in einer Karte alle Routen verzeichnet, auf denen Spanier, Portugiesen und holländische Seefahrer den Pazifik durchquert hatten. Hier steht Hinweise auf Land und hier Hinweise auf einen Kontinent. Sehr verlockend. Alexander Dalrymple ist ein Freund von Joseph Banks. Der ist sich sicher, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis sie den Südkontinent entdecken. Heute Morgen wurden große Mengen Seegras angeschwemmt, mit ihnen ein Stück Holz, das von Zypressenmoos bewachsen ist. Damit besitzen wir ein erstes Stück von den Erzeugnissen unseres gelobten Landes. Joseph Banks. Cook bleibt skeptisch, aber er lässt sich nichts anmerken. Jahr um Jahr wird an den irischen und schottischen Küsten eine Bohnenart angespült, die es nur auf den westindischen Inseln gibt, 1200 Wegstunden entfernt. So viel zu der Wahrscheinlichkeit, dass wir das Objekt unserer Begierden finden. Die beiden haben gut zusammengearbeitet, aber zum Südkontinent hatten sie eine völlig gegensätzliche Haltung. James Cook, der nur 4 Jahre eine Schule besucht hat, verhielt sich wie ein Wissenschaftler. Er wollte das Land mit eigenen Augen sehen, vermessen und kartografieren. Joseph Banks, der gebildete Naturforscher, verhielt sich wie ein Romantiker. Er wollte einfach, dass dieser Kontinent existiert. Aber Cook wollte seine Arbeit machen und dazu brauchte er Fakten. Er ändert seinen Kurs 40 Grad südwärts und findet nichts. Keine Spur des sagenumwobenen Südlands. Cook hält sich an seine geheimen Anordnungen. Darin steht, wenn Sie den großen Kontinent des Südens nicht gefunden haben, setzen Sie die Suche westwärts fort, so lange bis Sie ihn finden oder auf das von Tasman entdeckte Land stoßen. Das sieht auf den Karten von 1769 so aus. Abel Tasman, ein holländischer Entdecker, hatte es 1642 Statenland genannt. Jetzt glauben viele, es könnte sich um die Westküste des Südkontinents handeln. Der 12-jährige Nick Young ist der Erste, der es erspäht. Was für eine Aufregung. Ist das endlich der neue Kontinent? Land, das Abel Tasman vor über 100 Jahren gesichtet hatte? Die gesamte Mannschaft scheint sich einig zu sein, dass dies der Kontinent ist, den wir suchen. Joseph Banks. Alle, außer Cook. Der sieht vorerst nur die Ostküste eines unbekannten Landes. Ob es der große Kontinent ist, werden am ehesten die Menschen wissen, die hier leben. Menschen, die bei James Cook einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen sollten. Die geheimnisvolle Küste ist das heutige Neuseeland, Heimat der Maori. Sie nennen es Land der langen weißen Wolke.
Ungefähr auf halber Höhe der nördlichen Insel, da wo heute Gisborne liegt, geht die Endeavour vor Anker. Durch diesen Fluss sind Cook und Banks an Land gerudert. Ein paar Jungs aus der Crew warten bei den Booten, während die beiden am Ufer entlang gehen. Dabei werden sie die ganze Zeit von Temaro beobachtet. Temaro ist Anführer der Nati One One. Cook persönlich wird er nicht kennenlernen, aber seine Begegnung mit anderen Männern der Endeavour im Oktober 1769 ist auch 200 Jahre danach nicht vergessen. Hi Barney. Hi Barney, schön dich zu sehen. Barney Tupara ist ein Nachfahre von Temaro. Komm rein. Den Tag, als ihr Anführer zum ersten Mal den weißen Mann traf, werden Barney und sein Volk nie vergessen. It was just like any other day, you know? Ein Tag wie jeder andere. Die Sonne schien, der Himmel war blau. Titirangi, der Berg, den er so liebte, war in einen goldenen Schimmer getaucht. Plötzlich hörte er Lärm vom Strand und ging nachsehen. Sie waren weiß wie Gespenster. Solche Menschen hatte er noch nie gesehen. Sie trugen merkwürdige Kleider und sprachen eine Sprache, die er nicht verstehen konnte. Er ging auf sie zu. Sie schrien etwas und er konnte einen Stab sehen, der in der Sonne glänzte. Er fragte sich, was das sein könnte. Sie schrien wieder etwas, aber er konnte sie nicht verstehen. Er ging weiter auf sie zu. Sie brüllten. Und dann löste sich ein Blitz aus dem glänzenden Stab. Danach war alles dunkel. Sein Name war Temaro. Er war einer meiner Vorfahren, ein friedlicher Mann, der die Fremden nur sehen wollte. Cook ist mit einer ganzen Armee gekommen. Sie kamen mit Musketen, um unser Volk zu besiegen und unser Land zu stehlen. Am nächsten Morgen sieht James Cook, dass die Leiche Temaros noch immer dort liegt, wo er gestorben ist. Er war ein Häuptling und die Art, wie er gestorben ist, hat unsere Leute erschreckt. Sie konnten nicht verstehen, was passiert war. Man glaubte, Maakutu, Hexerei, sei schuld an seinem Tod. Deshalb haben sie seine Leiche erstmal dort liegen lassen. Als Cook am folgenden Tag an Land geht, so schreibt er, schwingen die Eingeborenen Waffen über ihren Köpfen und tanzen einen Kriegstanz. Das war kein Kriegstanz, sondern ein Kapahaka. So drücken wir in unserer Kultur Wut aus, demonstrieren aber gleichzeitig feierlich Kraft und Stärke. Cook war wahrscheinlich der erste Engländer, der je ein Maori-Hacker gesehen hat. Ihn müssen diese Krieger zu Tode erschreckt haben. Es sah aus, als wollten sie Rache für ihren ermordeten Häuptling. Woher hätte er wissen sollen, wie man darauf reagiert? Umso erstaunlicher, was als nächstes passierte. Es zeigt, dass James Cook nicht nur außergewöhnlich mutig war, sondern auch ein Mann mit besonderer Intuition. Teraco
Teraco, der Anführer der Kapahaka-Prozession, wird dann auf ihn zugegangen sein. Hongi nennen wir Maori diesen Gruß. Ziemlich intim, aber sehr sanft und freundlich. Ob wir jemanden nun mögen oder nicht, so grüßen wir jeden. Zwei instinktive Gesten, die eine gefährliche Situation unter Kontrolle bringen. Leider nicht lange. Kurz nach dem Hongi gab es einen Zwischenfall. Es war Teraco, der zum Schwert griff. Warum, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er erschossen wurde. Britische Quellen berichten, Cook habe einen roten Militärmantel über Terakos Leiche gebreitet. Doch wird das den Überlieferungen nach als versöhnliche Geste angesehen? Es zeigt immerhin guten Willen. Was passiert ist, hätte nicht passieren dürfen. Und Cook übernimmt dafür Verantwortung. Ich bin mir darüber im Klaren, dass mich die meisten Menschen verurteilen werden, weil ich auf die Leute geschossen habe. Aber man kann nicht von mir erwarten, dass ich stillhalte, wenn man mir oder meinen Männern eins über den Schädel ziehen will. Selten wird Geschichte so von zwei Seiten erzählt. Für Barney und sein Volk zeigt der Tod von Timaru und Teraco, welchen verheerenden Einfluss die Weißen seit Cooks Zeiten auf ihre Kultur haben. Aber es gibt auch die andere Version. Meilenweit von zu Hause entfernt standen Cook und seine Crew trotzdem im Dienst des Königreiches. Er musste für die Sicherheit seiner Männer sorgen. Diese Begegnung hatte kein gutes Ende genommen. Aber aus seinem Logbuch wissen wir, es war Cook nicht egal, welchen Eindruck er hinterließ. Um 6 Uhr morgens haben wir den Anker gelichtet und die Bucht verlassen. Ich habe sie Armutsbucht genannt, weil es hier nichts von dem gab, was wir uns erhofft hatten. James Cook wusste, dass sein Aufenthalt in der Bucht eine Katastrophe war. Er betrachtete es, ebenso wie den Proviantmangel, als persönliche Niederlage. Auf der Suche nach Verpflegung und einem sicheren Ankerplatz nimmt er Kurs nach Norden. Damit er von jetzt an bekommt, was er will, braucht er Kontakte zu den Einheimischen. Diesmal will er es vorsichtiger angehen und Topaya vorausschicken. Er landet in der Bucht von Tolaga. Da drüben ging die Endeavour vor Anker. Dann ruderte Cook in diese kleine Bucht, um sich mit Holz und Wasser zu versorgen. Seine ersten leidvollen Erfahrungen hatten ihn gelehrt, dass man bei den Maoris nur mit Respekt weiterkommt. Während unseres Aufenthalts in dieser Bucht trieben wir jeden Tag Handel mit den Eingeborenen. Ich ließ zu, dass jeder kaufte, was immer ihm gefiel. So konnte ich sicher sein, dass die Eingeborenen für alles, was sie anboten, einen guten Preis bekamen. Hier hat nicht nur ein Entdecker eine neue Küste auf der Landkarte verzeichnet. Hier hat der Mensch James Cook sein moralisches Koordinatensystem entscheidend weiterentwickelt. Ein guter Platz zum Nachdenken. Ich habe ein Bild in der Tasche, das einer der Männer damals gezeichnet hat. Vielleicht sogar Cook selbst. Diese Felsen sehen aus wie die dort drüben.
Wer immer sie gezeichnet hat, saß wahrscheinlich genau hier. Victor Walker gehört zum Stamm der Teaitanga a Hauiti, jenem Volk, dem James Cook damals hier begegnet ist. Victor bringt mich zu einer Höhle, die ich schon lange sehen wollte. Ganz schön hoch. Ja. Wir sind genau oberhalb der Bucht, wo Cook Proviant gekauft hat. Ist das Topayas Höhle? Ja, das ist sie. Topaya hat hier sogar geschlafen, oder? Ja. Was für eine Situation. Cook kommt hier an und anstatt eins auf die Rübe zu bekommen... Was er verdient hätte. Wahrscheinlich. Stattdessen spielt er sein Ass aus. Topaya, den Polynesier. Hatten ihre Leute eine Ahnung davon, dass er ein Priester war? Offensichtlich konnten sie sich ja mit ihm unterhalten. Er kannte Gesänge, Geschichten und Legenden, mit denen er die Herzen unserer Experten damals im Sturm erobert hat. Allein in seiner Gesellschaft sein zu dürfen, war schon eine Auszeichnung. Ganz anders als der katastrophale Besuch in der Armutsbucht bei Gisborne. Auf jeden Fall. Klappte es diesmal besser, wegen Topaya. Die Ältesten hatten damals offenbar schon beschlossen, sie freundlich zu empfangen und ihnen zu geben, was sie brauchten. Und dank Topaya wurde es dann ein besonders angenehmer Besuch. Das zeigt, welchen Einfluss und welche Bedeutung Topaya hatte. Ja, und dazu gehörte eben auch, dass man die jungen Frauen des Stammes bat, ihm Gesellschaft zu leisten. Was die total aufregend fanden. Eine Beziehung zu so einem wichtigen, weisen Mann, dem dieses riesige Schiff gehört und auf den all die blassgesichtigen Typen hören. Kein Wunder, dass es 9 Monate später hier von kleinen Topayas wimmelt. Genau. Noch Generationen später rennen hier jede Menge kleine Topayas rum. Fünf Tage nach seiner Ankunft am 29. Oktober 1769 verlässt James Cook die Bucht von Tolaga. Er will dieses neue Land weiter erkunden. Unterwegs trifft er einen kleinen Jungen, Te Horeta, der seinen Eindruck von James Cook festhält. Es gab einen, der auf dem Schiff das Sagen hatte. Er benahm sich wie ein vornehmer Herr. Manche von den Fremden haben viel geredet, aber dieser Mann nicht. Er kam zu uns Kindern und strich uns über den Kopf oder tätschelte unsere Wangen, während er mit sanfter Stimme sprach. Dieser Anführer zeichnete etwas in den Sand und zeigte dabei zum Ufer. Einer der Älteren sagte, er fragt, welche Form das Land hat. Inzwischen hat Cook den Verdacht, dass dies eine Insel ist und nicht der große Kontinent. Aber Joseph Banks und die anderen hohen Herren klammern sich an ihr Wunschdenken. Cook beschließt, durch genaue Untersuchungen allen Spekulationen ein Ende zu bereiten. 6 Monate lang wird er die beiden Inseln, die wir heute als Neuseeland kennen, minutiös erfassen und sie zu britischem Territorium erklären. Seine Karte ist ein Meisterwerk. Eine der besten Seekarten, die jemals angefertigt wurden. Ein großer Maßstab, in kürzester Zeit fertiggestellt und trotzdem bemerkenswert genau. Das war Pionierarbeit. Mit Cook als Vermessungskünstler an der Spitze verfügt die königlich britische Marine seit dieser Reise über weit genauere Karten als die Konkurrenz. Mit allen Fakten gerüstet, spielt Cook selbstbewusst seinen Trumpf aus. Mögen Banks und die Kontinentalisten auch noch so vornehm und gebildet sein, das interessiert ihn jetzt nicht mehr. Ich rief die Offiziere und die hohen Herren an Deck zusammen und fragte, ob sie nun überzeugt sind, dass dies eine Insel ist. Wir sehen uns gezwungen, unsere große Idee vom südlichen Kontinent vorerst aufzugeben.
Ich glaube immer noch an seine Existenz, aber ich muss zugeben, dass ich wenig Grund dazu habe. Joseph Banks. James Cook war zu Recht stolz auf seine Neuseelandkarte. Ein Klassiker in künstlerischer wie wissenschaftlicher Hinsicht. Teile davon wurden bis ins 20. Jahrhundert benutzt, was bei Cooks Arbeiten öfter der Fall war. Neuseeland war also kartografiert. Er konnte nach Hause fahren. Aber auf welcher Route? Die beste Möglichkeit wäre ostwärts, hier im Osten von Neuseeland weiter nach dem Südkontinent zu suchen und dann an der Spitze Südamerikas vorbei, zurück nach London. Doch die Endeavour war zu reparaturbedürftig, um sie nochmal durch die Südsee zu peitschen. Die Alternative ist, westwärts zu segeln, von Neuseeland über das Kap der Guten Hoffnung. Aber, schreibt er in seinem Logbuch, auf dieser Strecke gibt es nichts zu entdecken, rein gar nichts. Cook hat einen besseren Plan. Hier, nordwestlich von Neuseeland, liegt ein riesiges Gebiet, das Neuholland genannt wird. Und seine östliche Küste ist noch völlig unerforscht. Oberleutnant James Cook geht auf Entdeckungsreise. Inzwischen schreiben wir April 1770. Seit über 18 Monaten hat Cook seine Familie nicht mehr gesehen. Den 7. Geburtstag von James hat er genauso verpasst wie den 6. von Nathaniel und den 3. von Klein Elizabeth. Er glaubt, er habe auch den 1. Geburtstag von Joseph versäumt, denn er kann ja nicht wissen, dass das Baby einen Monat nach seiner Abreise gestorben ist. Weitere 15 Monate werden vergehen, bis er heimkehrt und es herausfindet. Inzwischen arbeitet Cook an seinem zukünftigen Ruhm. Er hat bewiesen, dass Neuseeland eine zweigeteilte Insel ist und kein Kontinent. Aber das reicht ihm nicht. Methodisch, gründlich und schonungslos will er die Wahrheit über den großen Kontinent herausfinden. Koste es, was es wolle. Kaum 3 Wochen später erspäht Cook das Land, das ihm seinen Platz in der Geschichte sichern wird. Tage segeln sie die Küste entlang, bis Cook eine schmale, windgeschützte Bucht entdeckt. Auch heute noch erreicht man Neuholland über diese Bucht. Hier befindet sich nämlich der Flughafen von Sydney. Und Neuholland nennen wir inzwischen Australien. Dort draußen lässt James Cook die Endeavour ankern. Als er an Land gerudert wird, beweist er Sinn für den historischen Moment. Man wird sich erinnern, wer als erster den fremden Boden betritt. Also sagt er zu Isaac Smith, einem 17-jährigen Fähnrich und Cousin seiner Frau, du gehst als erster. Dies ist der Felsen, an dem James Cook an Land ging. Wie bei einem Heiligtum erinnert eine Plakette an Isaac Smith. Dort oben steht ein Obelisk für James Cook und dort ein Denkmal für Joseph Banks. Was für eine prachtvolle Pflanzenwelt. Joseph Banks und sein Naturforscherkollege Dr. Solander sind total aus dem Häuschen. Alles an der Ostküste Australiens war neu für die Wissenschaft und ganz besonders für Banks und Solander. Selbst im Logbuch spürt man ihre Begeisterung. Die Naturforscher hatten eine neue Welt entdeckt. Die Forscher sammeln 130 unbekannte Pflanzensorten. Eine davon, die Banksia,
ist nach Joseph Banks benannt. Doch Cook wundert sich. Von Einheimischen fehlt jede Spur. Anders als die Tahitianer oder die Maori wollen die Bewohner von New Holland offenbar keinen Kontakt zu ihren weißen Besuchern. Ich sah einige Eingeborene, aber sobald ich mich näherte, ergriffen sie die Flucht. Weder ich noch Tupaya konnten ihre Sprache verstehen. Wir trafen einige kleine Kinder, bekamen aber keinen Kontakt. Die Aborigines hätten diesen Besuch am liebsten ignoriert. Sie hofften, dass die Fremden dann schneller wieder verschwinden. Cook hatte zwar Tupaya dabei, aber der sprach keine Aborigine-Sprache. Wenn er das getan hätte, wären die Dinge vielleicht ganz anders verlaufen. Aber was hätte Tupaya ihnen sagen können, außer, die Briten wollen euer Land? Die Antwort wäre auf jeden Fall gewesen, wir verkaufen nicht. 8 Tage ankern sie schon hier, ohne eine nennenswerte Begegnung. Cook vertreibt sich die Zeit, indem er die Bucht auf der Landkarte der Welt verzeichnet. Banks und seine Forscher füllen die Kajüte mit ihren Fundstücken. Ursprünglich hatte James Cook diesen Ort Stachelrochenhafen genannt. Aber dann machte er daraus die in ganz Australien berühmte Botany Bay. Er hat sein Logbuch ständig überarbeitet, manchmal noch Wochen später. Sein Bericht für die Admiralität sollte mehr sein als sein Reisetagebuch. Schließlich plante er schon seine nächste Entdeckungsreise und wollte zeigen, zu welch großen Taten ein James Cook fähig war. Er konnte nicht ahnen, welchen Dienst er der Krone schon jetzt erwiesen hatte. Die Briten sollten sich 16 Jahre später an Botany Bay erinnern. 1780 waren die englischen Gefängnisse nämlich so überfüllt, dass man die Verbrecher in Schiffen auf der Themse einsperren musste. Stattdessen konnte man sie nun exportieren. Weit weg nach Botany Bay. Cook selbst kommt nie wieder her. Aber seit die Bucht britische Kolonie wurde, ist sein Name mit Botany Bay verbunden. Tausende schauen zu, als die Endeavour-Darsteller die Landung von Captain Cook nachspielen. Für Australier ist und bleibt Cook der heldenhafte Entdecker ihres Landes. Und sie nehmen alles, was sie von ihm kriegen können. 1934 verkaufte ein findiger Immobilienmakler aus Yorkshire Cooks Landhaus an Australien. Liebevoll wurde es in Melbourne wieder aufgebaut. Das einzige Problem ist, das Haus hat Cook nie gehört, sondern wurde von seinem Vater gebaut, lange nachdem James fortgegangen war. Ein Haus, in dem James Cook nie gelebt hat, an einem Ort, den er nie gesehen hat, der Captain Cook-Kult hatte seinen Schrein. An diesem Schreibtisch hat Cook viele seiner Expeditionen vorbereitet und seine Reiseberichte geschrieben. Noch immer liegt ein Zauber über der einfachen Diele. Ich finde, dieses Haus sagt alles darüber, wie wir uns die Geschichte zurechtstutzen. Australien und Großbritannien haben James Cook vereinnahmt und ihn zu einer Ikone des Königreiches gemacht. Zum Entdecker Australiens. Es war ein Sakrileg, darauf hinzuweisen, dass die Europäer diese Küsten möglicherweise schon vorher entdeckt hatten. James Cook, für den nur die Fakten zählten, hätte das angewidert. Was mich zu diesem Mann bringt: George Collingridge, ein Unruhestifter, der um viele Ecken mit mir verwandt ist. Ich habe ihn rein zufällig entdeckt, als ich in James Cooks Vergangenheit gestöbert habe.
1895 hat er ein Buch veröffentlicht, das einen Aufstand auslöste. Er bestritt nämlich, dass Cook Australien entdeckt hat, sondern meint, die Portugiesen wären schon 250 Jahre vorher da gewesen. Und das im Australien von 1890, als man unbedingt zum britischen Imperium gehören wollte. Ganz schön ketzerisch. Als Beweis diente Collingridge eine Kartensammlung aus dem 16. Jahrhundert, die sogenannten Dieppe-Karten. Auf denen ist angeblich ein Land in der Form und Lage Australiens zu sehen. Es wird aber Großes Java genannt. Diese Dieppe-Karten sind bis heute umstritten und es ist nicht bewiesen, wer Australien nun wirklich entdeckt hat. 1890 hat Collingridge mit seiner Theorie in ein Wespennest gestochen. Er warf den Historikern vor, sie würden die Briten zu wichtig nehmen und die Rolle der Portugiesen und Spanier unterschätzen. Die Geschichte hat Cook zum Sieger erklärt. Am 6. Mai 1770 verlässt er Botany Bay und beginnt, die Ostküste von Neuholland zu vermessen. Meter für Meter erkundet er das unbekannte Land. Schließlich könnte es ja irgendwie interessant sein fürs britische Königreich. Also hat er den Auftrag, alles so genau aufzuzeichnen wie möglich. Dazu müsste er idealerweise ständig an Land gehen, was Jahre dauern würde. Also wählt er die zweitbeste Möglichkeit, eine Landvermessung vom fahrenden Schiff aus. Dabei muss man extrem genau sein. James Cook war wahrscheinlich in seinem Element, aber die arme Mannschaft. Sie schuftete ohne Pause. Kein Boden! Auf unserer Endeavour-Nachbildung ist Kit Woodward der Mann mit dem Lot. Was hast du vor? Ich werfe dieses Senkblei aus, schwinge es vor und zurück und lasse es so weit absacken, dass es den Boden erreicht. So lotet man den Meeresgrund aus. Aber was bedeutet ausloten? An der Unterseite des Senkbleis ist Talg. Und wenn das Lot den Boden berührt, bleibt daran immer etwas kleben. Sand, Muschelreste, was auch immer. Dadurch weiß man, wie der Boden beschaffen ist. Und wie misst man die Tiefe? An der Schnur des Lots sind Markierungen, normalerweise im Abstand von einem Faden. Wie viel ist das? Ein Faden sind etwa 1,80 Meter. So hat Cook gearbeitet? Ja, er hat das gesamte Gebiet, über 1000 Meilen ausgelotet. Alle Achtung! Viele Leute unterschätzen seine Arbeit. Dabei war er einer der größten Navigatoren und Kartografen seiner Zeit. So eine Vermessungsfahrt ist wirklich nicht aufregend. Interessant wird es, wenn man an Land gehen darf. Das wusste die Crew natürlich genau. Sie waren schließlich in Tahiti gewesen. Können wir nicht dahin zurück? Nein, wir haben hier zu tun. Dieser Frust entlädt sich an Bord. In der vergangenen Nacht gab es einen unglaublichen Zwischenfall mit Herrn Orton, meinem Sekretär. Er hatte am Abend getrunken und irgendein Schurke oder gleich mehrere haben ihm im Schlaf beide Ohren abgeschnitten, angeblich als Strafe, weil er betrunken war. Cook schäumt vor Wut. Ich halte solche Vorkommnisse auf einer Reise wie dieser für extrem gefährlich. Eine größere Verletzung meiner Autorität kann ich mir nicht vorstellen. Und weiter schreibt er, ich habe immer zugehört, wenn jemand Beschwerden vorzutragen hatte. Cook wollte der bestmögliche Kapitän sein und verstand den Vorfall als persönliche Beleidigung. Es waren jedoch nicht alle so besessen wie er. Seine Mannschaft war nicht seit Monaten, sondern seit Jahren unterwegs. Sie krauchten hier an dieser gottverlassenen Küste entlang und ihr Kapitän beschäftigte sich mit endlosen, unverständlichen Messungen.
mochte James Cook auch all seine Hoffnung und seinen Ehrgeiz in diese Reise legen. Seine Mannschaft wollte nach 2 Jahren nur noch nach Hause. Dabei war die murrende Crew noch das kleinste von Cooks Problemen. Der Mann am Lot meldet dramatische Untiefen. Noch ahnt Cook nicht, dass er mit seiner Küstenroute die gesamte Expedition gefährdet. Er steuert die Endeavour direkt in eine Falle, das Great Barrier Reef. Trügerische Korallenbänke, die sich über 2000 Kilometer weit erstrecken. Ein Minenfeld auf dem Meeresgrund. James Cook kommt vorwärts, aber er fragt sich, ob dieses Labyrinth jemals ein Ende nehmen wird. Am 11. Juni 1770 melden die Männer tiefes Wasser. Doch bevor sie ihr nächstes Lot auswerfen können, prallt die Endeavour aufs Riff. Hundert Menschenleben sind in Gefahr. Aber auch wertvolle Zeichnungen und Joseph Banks unschätzbare naturkundliche Sammlung. Die Aufzeichnungen über den Venustransit, die Karten von Neuseeland und der Ostküste Neuhollands. All das ist unersetzlich. Wird James Cook sie retten können? Er steht vor der größten Herausforderung seines Lebens.